So, hi und hallo mal wieder. Ich werde die ganze Zeit gefragt, ob ich mal ein Sammelmappen-Update machen kann von Euro 2016. Mache ich doch jetzt gerne für euch. Es ist schon richtig dick geworden. Hier ist mein Zettel. Ich gucke immer nach Zetteln nach, welche Karten mir noch fehlen. Es fehlen mir genau noch 52 Stück. Also werde ich noch einige Booster hier öffnen vor die Kamera. Und jetzt wollen wir mal reinschauen. Ihr seht, vorne nur noch eine. Und ihr postet mir natürlich, wie viel euch noch fehlen und sowas. Seht ihr, die hochwertigen, die habe ich fast alle. Auch wieder nur eine. Also ich hoffe, ich kann euch ein paar Spieler zeigen, die ihr vielleicht noch nicht habt. Und jetzt das erste Mal seht, wie die Karten aussehen. Ah, es ist schon 52 Stück Filme nur noch. Das ist nicht mehr sehr viel, aber wie ihr seht, die hochwertigen, die sind doch jedes Mal dabei. Und wenn ihr die Seiten länger genießen wollt mit den ganzen Spielern, müsst ihr immer wieder auf Pause drücken, weil die Sammelmappe komplett vorzustellen, das dauert eine Zeit. Geht auch sehr viel Zeit drauf. Seht ihr die ganzen Spielerkarten? Die habe ich glaube, vollständig. Sehe ich ja jetzt, wenn ich durchblätter. Aber einige Vereine, seht ihr ja auch schon selber, sind komplett vollständig. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt gerne erst anfangen möchtet mit Euro 2016, wird unter dem Video verlinken, wo ihr die Sammelmappe sicher und bequem bestellen könnt. Vielleicht auch etwas günstiger schon, weil die Euro ist ja schon angefangen. Da ist ja meistens schon mal etwas günstiger. Aber wie ihr wirklich seht, die hochwertigen Karten, die etwas mehr wert sind, sind alle mit dabei. Wie gesagt, postet mir, wie weit ihr seid, wie viele vollständige Seiten ihr habt, ganz egal was, hier könnt ihr mir alles posten. Aber ich muss mich ehrlich loben, wie ich das so sehe. Die hochwertigen, die etwas mehr wert sind, sind ja wirklich fast alle dabei. Oh doch, hier fehlt einer, aber dafür habe ich die wieder. Ja, wir haben es gleich geschafft. Da muss ich sagen, die sind wirklich alle. Aber 52 Karten, die mir noch fehlen, sind wirklich nicht mehr viel. So, und jetzt fangen die Limitierten bei mir an. Ich habe zwei Seiten komplett voll, das heißt also 9, 18 und die eine hier oben. Bei den Limitierten, da kommen ja immer wieder welche raus, deswegen kann ich da nicht sagen, wie viel mir da noch fehlen. Das ist die eine. Jetzt zeige ich euch die anderen. 18. Könnt mir natürlich auch posten, ob ihr schon andere habt, wo es die anderen dann gibt. Die hier zum Beispiel, die ist in einem Multipack drin gewesen. Das sehr selten ist, diese Karte, also verspreche ich mir mit die Karte richtig was, dass die demnächst wert wird. So, das waren jetzt meine 9, 18, 19 limitierte Karten aus meinem Sammelmappen-Update Euro 2016. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Karten zeigen, die ihr vielleicht noch nicht hattet und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.